Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der erste Trick, den ich Ihnen heute zeigen möchte, ist ein Trick mit einem kleinen roten Tuch. Das dürfen Sie sich gerne mal anschauen. Ja, die Brille können Sie stecken lassen. Ja. Sagen Sie einfach, es ist in Ordnung. Ist in Ordnung? Ja, gut. Und ein kleines Stück Papier. Auch in Ordnung? Gut. Wissen Sie übrigens, warum das Tuch rot ist? Ich komme auch aus der DDR. Und ein bisschen davon muss ja bleiben. Und das Erste, was man aus dem kleinen Stück Papier macht, ist eine kleine Papiertüte. Das ist eine Papiertüte und das ist der Notausgang, den macht man zu. 28 Jahre Praxis. Und Sie achten einfach auf das rote Tuch. Ist noch drin? Jetzt müssen Sie laut Ja rufen. Ist noch drin? Ja. Da sehen Sie, bei uns hätten Sie es schneller gelernt. Hab ich Ihnen schon gesagt, warum es noch drin ist? Nein? Na, weil die Tüte zu klein ist, als dass es raus könnte. Logisch. Nochmal? Ich zeig's Ihnen gerne nochmal. Das Erste, was man aus dem Stück Papier macht, ist eine Tüte. Hier in den Notausgang macht man zu. Will ich den Trick nochmal machen, nehme ich erstmal das rote Tuch wieder raus. Ja, ich hab's hier reingesteckt. Muss ja drin sein, oder? Nochmal? Ich zeig's Ihnen gerne nochmal. Haben Sie mal einen Geldschein da? Schauen Sie mal nach. Muss nicht viel sein. 100 Mark oder so, oder 500 Mark. West. Och, 20. Haben Sie einen größeren? Kommen Sie ein Stückchen näher. Ja? Ja, schauen Sie mal richtig rein. Ist doch bestimmt noch einen größeren da hinten, oder? Der hat einen Hoodie und gibt ihn nicht. Also gut, für den Schein zeige ich Ihnen den Trick das erste Mal free of charge, wie wir Deutschen sagen. Und das Erste, was man aus dem Stück Papier macht, ist eine kleine... Woher wissen Sie das? Ach so, gut. Den Notausgang macht man zu, stecken Sie das Portemonnaie weg, das Tuch kommt rein, stecken Sie ruhig weg. Jetzt müssen Sie arbeiten. Halten Sie mir... Nee, das Geld nicht. Nur das Portemonnaie. Damit Sie mir die Ärmel zuhalten können. Mhm. Weil die Leute behaupten, bei Zauberern verschwende alles im Ärmel. Haben Sie die Ärmel zu? Ja. Das hat aber keinen Sinn. Nochmal? Gut, für 100 Mark zeige ich den Trick nochmal. Und das Erste, was man macht, ist eine kleine Tüte. Hier hinten den Notausgang macht man zu und dann nimmt man erstmal das rote Tuch wieder raus. Ist der Trick nicht 100 Mark wert? Wunderbar. Dankeschön. Es war nett, Sie kennengelernt zu haben. Danke. Moment! Sie schmeißen mit dem Geld rum, als ob Ihnen der Laden hier gehört. Also ich will Sie nicht um das Geld bringen. Und wenn Sie Ihren Namen draufschreiben würden? Ja. Haben Sie einen Stift? Ja. Sonst gebe ich Ihnen meinen. Haben Sie einen Schreibtisch? Noch nicht. Ich gebe Ihnen meinen Rücken als Schreibtisch, wenn Sie... Aber schreiben Sie auf den Schein, bitte. Ich habe schon 3 Smokings mit Autogramm. Was heißt denn das? Reinhard. Das heißt Reinhard. Gucken Sie mal, das heißt Reinhard. Und da schreiben Sie auch so Ihre Schecks? Und da kriegen Sie Geld? Gut, ist Sache der Bank. Damit dem Schein nichts passiert, kommt der Schein in ein kleines Kuvert. Haben Sie ein Kuvert da? Nein. Nehme ich meins. Da kommt der Schein einfach rein. Sie brauchen keine Angst haben, Reinhard. Nee, der ist drin, der Schein, ja, ja. Und damit er auch nicht rauskam, jetzt das Kuvert schließen. So, Herr Reinhard, jetzt habe ich eine Überraschung für Sie. Da wären Sie nicht drauf gekommen. Ich habe noch ein Kuvert. Jetzt habe ich noch eine Überraschung für Sie. Ich habe noch ein Kuvert. Und jetzt habe ich noch eine Überraschung für Sie. Ich habe noch ein Kuvert. Und jetzt spielen wir Lotterie. Und wenn Sie Schwein haben, gewinnen Sie Ihre Kröten zurück. Ja, finde ich fair. Achten Sie auf das Kuvert mit dem Geld. Zeigen Sie drauf. Ja, genau. Wissen Sie noch, was ist? Zeigen Sie drauf. Richtig. Zeigen Sie drauf. Wissen Sie noch, was ist? Gut, und immer auf das Kuvert mit dem Geld achten. Nie auf Ihre Kollegen hier drüben, ja? Immer auf das Kuvert mit... Also gut, ich gebe es zu, es war unfair. Ich mache es anders, ich werde die Kuverts nummerieren. Brauchen Sie sich heute Abend Ihre Nummer zu merken. Ja. Darf ich meinen Stift zurückhaben? Den habe ich Ihnen schon gegeben. Bitte? Ehrlich? Ach, Entschuldigung, ich bin heute wirklich ein bisschen nervös. Eins... 2, 3, 4. Und jetzt wählen Sie einfach ein Kuvert aus. Und wenn Sie Schwein haben, haben Sie 100 Mark gewonnen. Die Nummer 4 ist eine wahnsinnig gute Wahl, Herr Reinhard. Nehmen Sie das Kuvert in die eine Hand, das nehmen Sie in die andere. Das ist die andere. Dankeschön. Und jetzt geht der Spaß los. Schön, nicht? Wunderbar. Ich habe den Trick gestern Abend mit 500 Mark gemacht. Die Leute haben gesagt, ein wahnsinnig schöner Trick, bloß ein bisschen teuer. Herr Reinhard, wollen Sie tauschen? Noch nicht. Sind Sie verheiratet? Nein. Haben Sie auch nichts zum Tauschen?
Wunderbar, nicht? Schön, warm. Da? Ja, gut, dann, Sie trauen mir, der Erste. Schön. Dann will ich Sie auch nicht länger auf die Folter spannen, Reinhard. Reißen Sie das Kuvert auf, nehmen Sie Ihre 100 Mark wieder raus. Sie hatten die Wahl 1. Das ist ein richtiger Aufreißer. Reißen Sie auf. Ganz. Ja. Nehmen Sie 100 Mark raus. Sie hatten die Wahl 1, 2, 3 oder 4. Sie haben die Nummer 4 gewählt. Und schon haben Sie 100. Ach, die Scheiße. Ach, es tut mir leid. Halten Sie bitte mal fest. Warte, Herr Reinhard, machen Sie es doch so, nehmen Sie den ganzen Quatsch mit. Ihre 100 Mark sind dabei. Und wenn Sie Zeit haben, am Montag gehen Sie zum Direktor der Bank, sagen Sie ihm schönen Gruß und vielleicht tauscht er Ihnen das um. Alles klar. Sagen Sie ihm, Sie hatten einen schönen Abend bei 309. Ich bedanke mich. Schönen Dank. Der nächste Trick, den ich Ihnen zeigen möchte. Hat mal jemand 500 Mark da? Sagen Sie, Sie gucken in die Asche wie früher in den Schwarzen Kanal. Haben Sie wenigstens eine Feuerversicherung? Ja. Sonst kommen Sie noch mal zurück. Zu mir. Hierher. Ja. Nee, lassen Sie mal. Ich vermute, es ist nicht das erste Schwarzgeld, was Sie haben. Herr Reinhard. Meine Feuerversicherung trage ich immer bei mir, in einer verschlossenen Brieftasche. Und in der verschlossenen Brieftasche ist ein verschlossenes Kuvert. Da steht sogar drauf Feuerversicherung. Und das Kuvert ist zugeklebt und versiegelt. Ist das korrekt? Das ist richtig, ja. Nehmen Sie meine Versicherungspolice bitte selber raus. Es sind 100 Mark. Falten Sie den Schein auf. Ist das Ihre Unterschrift? Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Also, um gleich zu sagen, ich habe keinen Pfennig bei mir. Ne? Schade. Ich gar nicht zu probieren. Eigentlich ist es ja langweilig, mit einem Zauberer zu reden, weil die verraten ja nichts. Die Nein. sagen ja nichts. Meistens nicht, zumindest nichts über die Tricks. Auch heute nicht? Ich meine, in der DDR wird ja im Moment viel entzaubert. Vielleicht ja. Würden Sie auch ein paar Sachen... Ja, nun war ich an solchen Tricks nicht beteiligt. Dieses ist der Magic Doktor, ich muss mich mal richtig vorstellen, Dr. Peter Kersten. Was sind Sie denn? So förmlich. Dr. Zaub oder Dr. Mark? Nein, oder nein was? Dr. Mark Zaub gibt es noch nicht. Ich habe mal einen richtigen Beruf gehabt. Mhm. Ich habe mal richtig studiert, ordentlich. 10 Jahre habe Chemie studiert, habe mein Diplom gemacht und anschließend in physikalischer Chemie promoviert. Physikalische Chemie? Ja. Und warum sind Sie um Gottes Willen alles in der Welt nicht ein ordentlicher physikalischer Chemiker geworden? Warum unbedingt Zauberer? Das ist schwer zu beantworten. Also mein Doktorvater, mein Professor, hat damals gesagt, der ist bloß zu faul zum Arbeiten. Und bei mir war das so, dass ich ein bisschen von meinem Vater Bühnenblut mitbekommen habe. Das heißt, er war Amateur. Der hat als Amateur Theater gespielt. Vielleicht habe ich da was abbekommen. Ich habe als Kind angefangen zu zaubern, habe mir in der Oberschule mein erstes Geld damit verdient. Im Studium ging es mir dann schon besser, da waren die Gagen etwas höher. Und als ich promovierte, waren die Gagen bereits so hoch, dass ich gesagt habe, warum soll ich von früh um 7 bis abends um 16 Uhr in Betrieb gehen, wenn ich zaubern kann. Naja, und so hat sich das dann ergeben. Aber haben Sie das Examen wirklich gemacht oder haben Sie sich dran gezaubert? Nein, ich habe das Examen wirklich gemacht, aber Spaß beiseite. Danach war es kein 8-Stunden-Tag mehr. Zaubern dauert länger. Wenn man vorwärts kommen will und nochmal bei Null eigentlich anfängt, in einem neuen Beruf eigentlich ja. Sie sind ganz gut vorwärts gekommen in der DDR. Sie zaubern schon ganz lange. Sie haben da riesige Shows im Fernsehen seit... Ja, seit wie vielen Jahren schon? Jahrzehnten fast schon? Ja, eigentlich jahrzehntelang. Ich hatte als Student schon die erste Sendereihe, nannte sich damals Köpfchen und Profil, war Moderator, habe ein bisschen gezaubert. Aber um nochmal auf die Motivation zurückzukommen, ich meine, Spaß beiseite, für mich die Motivation war eigentlich, die Welt kennenzulernen. Mhm. Und als Chemiker, ich meine, damals waren die Verhältnisse so, dass es nicht abzusehen war, dass man mal mit einem Personalausweis einfach über die Grenze fahren kann. Und als Zauberer schon? Als Hatten Sie keine Probleme? Ich habe mich dann rübergezaubert. Ach so, weil die wussten gar nicht, dass Sie weg waren, oder? Auch die wussten das schon. Ich meine, die haben mir auch dann immer meinen Pass in die Hand gedrückt, so ein paar Stunden vor der Abreise. Aber warum haben Zauberer reisen dürfen? Warum ja, nicht, nein, nicht nur Zauberer. Ich meine, es waren ja ein paar Leute in der DDR, die doch öfter reisen durften. Sportler, die für die Republik Lorbeeren geholt haben. Es waren ein großer Teil der Künstler.
Ich meine, immerhin haben wir in gewisser Weise ja doch draußen den Staat repräsentiert. Und ich hatte 77, 78, 81 Gastspiele in Amerika. Damals schrieb eine große amerikanische Zeitung, Peter Kerstner, ein Botschafter des guten Willens. Und ich nehme an, da hatten sich auch unsere Funktionäre drüber gefreut. In der DDR kennt sie, habe ich mir sagen lassen, jedes Kind. Ist klar, wenn man so lange da im Fernsehen auftritt und rumzaubert. Es wird Ihnen auch von einigen vorgeworfen, eben Sie durften reisen, Sie hatten ein paar Privilegien, Sie fuhren ein größeres Auto. Ja, nee, sind das nee, Sachen, ja, Moment. Die Ihnen heute auch noch besonders vorgeworfen werden? Da müssten Sie mir erst mal sagen, was würden Sie unter Privilegien verstehen? Zum Beispiel das bessere Auto zu fahren, als es der Großteil der Bevölkerung kann. Ich habe so lange gar kein besseres Auto gefahren bis vor 3 Jahren. Ich bin seit 15 Jahren Profi. Und ich habe genauso meinen Lader gefahren, der durchgerostet ist wie alle anderen auch. Sind Sie denn in den Shows in der DDR, also hier haben Sie ja so ein bisschen auf Kritik gemacht, haben so ein bisschen suffisant über die DDR von früher gelästert. Haben Sie das auch gemacht vor einem Jahr in Ihren Shows? Das habe ich schon vor vielen Jahren gemacht. Das heißt eigentlich, seit ich meine Show aufgebaut habe, ich habe ein Theaterprogramm von 100 Minuten und wir reisen durch die Theater der DDR, mit eigenem Bühnenbild und das ist eine Art Zauber-Kabarett, möchte ich es mal sagen, wo also sehr, sehr viele Dinge drin sind, wo ich also Kabarett mit Zauberei vermischt habe. Aber da sind Sie auch so ein bisschen kritisch gewesen. Sie moderieren ja auch, während Sie zaubern. Richtig. Und haben Sie da keine Probleme gehabt? Ich hatte des Öfteren Probleme. Ich hatte Probleme im Kinderfernsehen, aus dem man mich ja vor 5 Jahren entfernt hat. Ich habe seitdem nie wieder eine Sendung für Kinder machen können, also ich habe nie wieder ein Angebot gekriegt. Ich war mal. Was war denn da? Was haben Sie denn da zu viel gemacht? Naja, ich hatte ein paar Dinge mich sehr kritisch geäußert. Es ging zum Teil um Manuskripte. Ich hatte eins rundweg abgelehnt, mal zu produzieren. Das war dann der letzte auslösende Punkt. Das war damals eine Sendung, die um Gesundheit und Medizin und Zahnpflege ging. Und dann waren dann so Sachen drin. Also, ich habe dann an den Rand geschrieben: Danke für die Selbstmordanleitung. Da bauen zum Beispiel Kinder einen Staubsauger um. Stecken den Stecker in die Steckdose, ein Stubenbrand entsteht, Zauberpeter kommt, gießt Wasser drauf und sagt Wassermarsch, um das Feuer zu löschen. Nö, fand ich auch nicht witzig. Ich habe an den Rand geschrieben, schönen Dank für die Selbstmordanleitung. Und es waren ähnliche Dinge drin, dass kleine Kinder also nachmachen, vielleicht wenn mein lustiger Hasebodybuild mit Weichspüler gurgelt oder der wurde zum Schluss, sollte er als Paket verstellen. Wir haben jetzt einen Eindruck. Nein, es war, und ich habe mich also mit diesem Herrn verstritten, damals, der das Sagen hatte, der aber und da waren Sie weg vom Fenster. Und da war ich weg vom Fenster, der auf der anderen Seite, als ich war. Aber Sie haben trotzdem weiter Ihre großen Shows gehabt in der DDR. Haben Sie eigentlich auch mal vor Honecker gezaubert? Nee, das habe ich noch nie gemacht. Wie ist das denn gekommen? Wollte der nicht? Ja, ich weiß nicht, ob Honecker nicht wollte oder ich nicht wollte. Ich hatte nie ein konkretes Angebot. Ich hatte aber so ein paar vor so einen Leuten gezaubert, unser Verteidigungsminister damals, Armeegeneral Hoffmann. Und konnten Sie nicht wegzaubern, die ganze Clique da? Ich meine, das wäre wahrscheinlich schwer gegangen. Ich hätte natürlich einen Trick machen können, wo ich sage, ich säge ihn durch und kriege ihn dann nicht wieder zusammen oder so. Aber haben Sie nicht getraut? Nee. Aber weil ich bin ja nun mal ein Spieler Natur, nicht? Und spielen Sie auch? Manchmal, ja. Doppelkopf. Machen Sie Spielchen mit mir? Ja, ich sollte eigentlich jetzt schließen, da habe ich gerade ein Schild gekriegt. Aber ein Spielchen können wir vielleicht nochmal, ein schnelles Spielchen. Ein schnelles Spielchen machen Sie. Pass auf, das ist ein Spiel mit einem Ball und einem Becher. Ja, das ist erkennbar. Das ist der Becher. Das ist in Ordnung, ja. Das ist der Ball. Mhm. Gut. Und Sie sagen jetzt einfach, wo der Ball ist und wenn Sie richtig raten, kriegen Sie einen Punkt. Wo ist der Ball? Auf dem Becher. Nee, es ist falsch. Das ist unter dem Becher, weil das der Boden des Bechers. Ach so. Kleiner Scherz. Ja. Also nochmal, wo ist der Ball? Im Becher. Ja, stimmt. Ja, aber die Tasche spielt auch mit eine Rolle. Und manchmal kommt der Ball also auch in die Tasche. Und so zum Beispiel. Nicht? Und dann frage ich ganz einfach, wo ist der Ball? Ist klar, dass Sie das fragen. Ich sage in der Tasche. Nee, das ist unter dem Becher. Becher. Ich fange nochmal an. Also, der Ball kommt in die Tasche. Wo ist der Ball? Unter dem Becher. Nee, wenn ich in die Tasche stecke, kann er nicht in dem Becher sein. Nochmal. Der Ball kommt in die Tasche. Wo ist der Ball? In der Tasche. Nein, er ist unter dem Becher. Nur langsam müssen Sie noch merken, wo es lang geht. Also, wie viele Bälle der Ball haben Sie? Kommt in die Tasche. Wo ist der Ball? Sowohl als auch. Nein, er ist unter dem Becher. Ich fange nochmal an. Der Ball, der kleine weiße Ball, kommt in die Tasche. Wo ist der Ball? Also ich glaube, gegen 2 Uhr nachts müssen wir raus sein, aber ist egal. In der Tasche. Und warum ist er nicht unter dem Becher? Weil er in der Tasche ist. Nee, da ist kein Platz, da ist die Tomate. Der Magic Doctor, jetzt wird er noch mal ein bisschen mehr für uns Magic zaubern. Dr. Peter Kersten aus der DDR. Gut.
Entschuldigung, meine Damen und Herren. Entschuldigung, das ist noch die Tomate. Und waren wir lange nicht gewöhnt, dass wir mitten im Winter welche haben. Ja, also, ich möchte Ihnen noch ein klassisches Kunst. Ich möchte Ihnen noch einen sehr alten Trick zeigen. Mit einem Glas und mit einer Flasche. Hier ist das Glas und hier ist die Flasche. Ich zeige es Ihnen gerne nochmal. Hier ist die Flasche und hier ist das Glas. Hey. Der ist gut. Spitze. Ich fange mal an. Hier haben wir die Flasche und hier haben wir das Glas. Und mit Simsabim haben wir hier die Flasche und hier das Glas. Prost. Ist der nicht schön? Hier haben wir eine Flasche zu viel. Dass das auch in Bremen vorkommt. Ich fange nochmal an. Hier haben wir die Flasche und hier haben wir das Glas. Und mit Simsabim haben wir hier die Flasche und hier das Glas. Ist das nicht schön? Prost. Hier haben wir eine Flasche zu viel. Prost. Ich fange nochmal an. Entschuldigung, hier ist eine Flasche zu viel. Ja, hier ist das Glas. Hier ist eine Flasche zu viel. Nein, Momentchen mal. Hier ist die Flasche und hier ist das Glas. Prost, ihr macht mich ja ganz wuschelig. Ja, hier haben wir eine Flasche zu viel. Ich fange nochmal. Hier haben wir die Flasche und hier haben wir das Glas. Und hier die Flasche und hier das Glas. Prost. Das ist sehr schön. Ja, eine Flasche zu viel. Ich fange noch mal an. Ich glaube, ich brauche einen Drink. Prost. Ja. Hier haben wir eine Flasche zu viel. Vielleicht wollen Sie auch einen haben. Möchten Sie? Bitteschön, wenn Sie möchten, dann kriegen Sie auch einen. Bitteschön. So. Wenn Sie aber keinen möchten, dann brauchen Sie auch nicht zu trinken. Ja. Sie können auch ein Blümchen haben, wenn Sie wollen. Ich fange noch mal an. Moment. Hier haben wir eine Flasche zu viel. Nein, hier haben wir das Glas. Und hier haben wir die Flasche. Richtig. Nein, Moment, hier ist eine Flasche zu viel. Hier ist eine Flasche zu viel. Nein, hier ist das Glas. Ich mach mich doch nicht Brot. Hier haben wir eine Flasche. Und hier haben wir das Glas. Nein, hier haben wir das. Und hier haben wir das Glas. Prost, ja? Hier haben wir eine Flasche zu viel. Ich fange auch mal an. Prost. Mal sehen, wie der schmeckt. Der brennt wie Feuer. Bah!